Es geht jetzt darum, das Polynom 2x hoch 4 plus 2x hoch 3 minus 14x² minus 26x minus 12 in Linearfaktoren zu zerlegen. Und dazu müssen wir Nullstellen suchen von dem Ding. Und es ist intelligent, hier kurzzeitig mal die 2 auszuklammern. Ich schreibe das jetzt mal mit ausgeklammerter 2 hin. Welchen Grund hat das, dass ich das jetzt so hinschreibe? Das heißt, ich gehe hier auf mein Absolutglied los. Und was sind denn mögliche Nullstellen dieses Polynoms? Das sind zum Beispiel die, das sind die Teiler des Absolutgliedes. Das Absolutglied ist minus 6, nicht die minus 12, das müssen wir eben sehen. Das heißt, wir müssen die 2 ausklammern, um das Absolutglied zu sehen. Das heißt, wir brauchen jetzt die Teilermenge von 6. Also ich schreibe jetzt nicht Teilermenge von minus 6 hin, weil irgendwie blöde ist. Und die Teilermenge von 6 ist die plus oder minus 1. Wir müssen auch mit plus oder minus machen. Dann die plus oder minus 2, die plus oder minus 3 und die plus oder minus 6. Das sind die verschiedenen Teiler der 6. Und irgendeiner von denen sollte es dann sein. Und ich berichte einfach, dass das hier in unserem Falle, jetzt muss ich mal schauen, nicht, dass ich mich verrechne, hier, ob die plus 1 funktioniert nicht, aber die minus 1 meines Wissens, minus 1, da hebt sich der gegen den weg, dann habe ich hier die minus 7 plus 13 minus 6, also die minus 1 ist eine Nullstelle. So, und das bedeutet, ich kann dieses Ding hier durch dividieren, und zwar ich dividiere das jetzt durch was? Wenn ich sehe, dass durch was teile ich es? X plus 1. Jawohl, ich dividiere das durch, nicht durch x minus 1, sondern durch x minus minus, also durch x plus 1. Also vielleicht soll ich das dann nochmal hier mit blau hinschreiben und der Rest ist im Geiste weg. Ich brauchte dieses aus, war fast gut, das hier ist dann die plus 1, also das heißt die minus 1 ist das und dann wird es dann hier zu plus, also daher dieses komische Zeichen. Und hier können Sie jetzt im Geiste noch die 2 mal x hoch 4 davor schreiben, das brauchen wir aber nicht. Ich brauche im Endeffekt nur diese Zahl hier hinten. Ja, jetzt dividiere ich das durch x plus 1 und wir fangen an. Diese Polynomdivision haben wir in der letzten Stunde gemacht. 2x hoch 4 durch x ist, jetzt muss ich doch alles wieder wegmischen hier hinten, ist, aber ich habe ja schon gesagt, der Platz ist das größte Problem. So, also 2x hoch 4 durch x ist 2x hoch 3. 2, also das hat 2x hoch 4 durch x gibt den 2x hoch 3. 2x hoch 3 mal x ist 2x hoch 4. Falsches Vorzeichen hier, minus 2x hoch 4. 2x hoch 3 mal 1 ist 2x hoch 3. Falsches Vorzeichen, minus. Müssen wir mit Minus machen. So, und dann fällt hier vieles weg. Hier steht dann insgesamt die 0. Ja, da steht 0, macht aber nichts. Wir können ja dann weiter runterholen, zum Beispiel hier die minus 14x². Minus 14x² durch x ist minus 14x. Minus 14x mal x ist plus, ist erstmal minus 14x², weil minus mal x gibt, bleibt minus, aber Sie wissen, wir müssen mit dem falschen Vorzeichen hinschreiben, plus 14x². Dann minus 14x mal 1 ist minus 14x. So, falsches Vorzeichen, ja, plus 14x. Sie dürfen es auch mit Klammer und Minus schreiben, das ist kein Ding, nur fehleranfällig. Ich mache so einfach weniger Fehler. So, und dann habe ich minus 26 plus 14 ist minus 12x minus 12. Jetzt muss ich dividieren, minus 12x durch x, das ergibt minus 12. Und dann minus 12 mal x ist minus 12x, falsches Vorzeichen plus 12x. Minus 12 mal 1 ist minus 12, falsches Vorzeichen plus 0. Und die 0 sagt was? Was sagt die 0?
ist teilbar. Sehr richtig. Minus 1 war eine Nullstelle. Und das ist das, was wir ja schon vorher gewusst haben. Völlig richtig. Und das heißt, ich kann jetzt das hier schreiben als das mal den. Und muss jetzt das hier noch zerlegen. Die 2x hoch 3 minus 14x minus 12. Ja. Das heißt, mit dem muss ich jetzt weitermachen. Und das muss ich jetzt weiter zerlegen. Und um das vernünftig hinzukriegen, werde ich jetzt diesen Teil der Tafel nochmal wischen. Aber dann ist auch gut mit der Wischerei. Ja, das heißt, das mache ich jetzt weg, diese Nebenrechnung, die brauche ich nicht mehr. Und ich nehme jetzt nur noch diesen Teil und mache damit weiter. Sie können ja so lange eine Nullstelle suchen von dem Ding. Und da sehen Sie auch schon wieder, dass da 12, 14, 2, das riecht ganz schwer nach einer 1 irgendwie. Wenn Sie plus 1 einsetzen, klappt es nicht, aber bei der minus 1 klappt es wieder. Also das heißt, die minus 1 ist auch von dem Nullstelle, kann ich also nochmal durch x plus 1 teilen. So, beachten Sie bitte darauf, dass ich hier eine Lücke gelassen habe. Das ist nur, damit es nachher optisch schöner wird. Müssen tun Sie das nicht. Und da fehlt quasi ein plus 0 x². So, wir fangen wieder an. 2x hoch 3 durch x. Was kommt da raus? Da kommt raus 2x². 2x² mal x ist 2x hoch 3. Falsches Vorzeichen mit Minuszeichen. 2x² mal 1 ist 2x². Falsches Vorzeichen. Und dann bleibt hier minus 2x² minus 14x übrig. Brauchen Sie auch nicht runterholen, ist egal. Minus 2x² durch x ist minus 2x. Minus 2x mal x ist minus 2x². Falsches Vorzeichen, plus 2x². Minus 2x mal 1 ist minus 2x. Falsches Vorzeichen, plus 2x. Bleibt übrig minus 12x minus 12. Minus 12x durch x ist minus 12. Minus 12 mal x ist 12x. Falsches Vorzeichen, also eigentlich minus 12x. Falsches Vorzeichen plus 12x. Minus 12 mal 1 ist minus 12. Falsches Vorzeichen plus. Wieder die 0 ist wieder teilbar gewesen. Und jetzt ist nur noch das hier übrig. Und ja, Sie können jetzt hergehen und wieder versuchen von dem Ding hier Teiler des Absolutgliedes, also erst zwei Ausklammern, Teiler des Absolutgliedes suchen und so weiter. Aber das können Sie auch anders machen, die Nullstellen, nämlich wieder mit der Nachtformel. Und ich berichte einfach, was da noch rauskommt. Und hier kommt raus, also als weitere Nullstelle kriege ich hier, das hier ist quasi mein x1, x2, also kommt hier mein x3 raus. X3 ist, glaube ich, minus 2 und x4 ist 3. Wenn ich da die 3 einsetze, so 3 zum Quadrat ist 9, 18 minus 6, passt. Gut, also habe ich jetzt insgesamt 4 Nullstellen und die 4 Nullstellen sind x1 gleich x2 gleich minus 1, x3 gleich minus 2 und x4 gleich 3. So, und jetzt können Sie mir die Linearfaktorzerlegung sagen. Wie lautet jetzt diese Linearfaktorzerlegung? Das wäre 2 mal in Klammern x plus 1 x² mal x plus 2 mal x minus 3. Völlig richtig. Vergessen Sie, haben Sie ja richtig gesagt. Aber bitte vergessen Sie bei der Linearfaktorzerlegung diese führende 2 nicht. Also Sie haben es gesagt, aber ich sehe das relativ häufig, dass diese 2 vergessen wird. Das ist also auch diese 2 hier vorne ist das minus 14x² minus 26x minus 12 ist das. Gut, das hier war früher Regelunterricht Klasse 10, da musste man solche Linearfaktorzerlegungen können. Heute, nach Übergang von G9 auf G8,
müssen sie es nicht mehr können. Das heißt, wir gehen davon aus, dass im Abitur oder wenn es im Abitur drankommt, anwenden dürfen sie es immer. Aber wenn es im Abitur drankommt, muss es irgendwie auch anders gehen als so. Wie gesagt, und das ist die Linearfaktorzerlegung mit 4 Linearfaktoren, 4 Nullstellen und dem Vorfaktor. Gibt es da Fragen dazu?